Ja, hallo Leute, hallo Elektronikfreunde. In diesem Video geht es mal darum, dass man mal Elkos einfach mal sprengt oder platzen lässt, indem man sie verpolt. Und zwar wollte ich da mal 4 Stück, ja, eigentlich ausprobieren. Den ersten, den ich mal zum Platzen bringen will, ist hier dieser 10 μ 35 Volt. Ein zweiter wäre hier ein 1000 μ 40 Volt. Dann ein dritter hier so ein Tantal-Elko. Dann hier noch einen größeren 2200 μ 50 Volt hat der. Und dann noch hier nochmal ein kleinerer Tantal-SMD-Elko. Auch so, das war hier eine Spule, also das ist hier ein anderer, der hier zum Beispiel so ein Tantal-SMD-Elko. Ich fange einfach mal mit dem 10 μ an. Was ich da parallel noch zumache, ist, ich werde hier den Strom messen. Und bei einem der großen Elkos, bei dem hier, werde ich da nochmal die Temperatur hier in dem Glas messen. Also ich packe jetzt den Elko hier ins Glas und schließe den mal an, verkehrt rum natürlich. Dann sieht man auch eigentlich, ja, dass es ziemlich unangenehm werden kann, selbst bei so einem kleinen Elko. Mache das hier mal zu, in der Hoffnung, dass es keinen Kurzschluss da drin gibt. Ja, ist ein bisschen knapp. Bisschen auseinanderbiegen hier. So. Ich hoffe, da sieht man was. Ich schalte jetzt mal ein. Die Spannung, die jetzt hier an den beiden Pins sozusagen an die Messleitung anliegt, die ist so ungefähr 38 Volt. Jetzt ist er verpolt. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, ich schalte mal ein. 1 Ampere fließen und man sieht, hat ganz schön geknallt. Was man jetzt auch noch sieht, ich schalte wieder aus erstmal. Fängt ziemlich an zu qualmen. Dann werde ich erstmal den Qualm rauslassen. So, das sind jetzt hier die Reste von dem 10 μ Elko. Das da so ein bisschen abgeplatzt. Das ist von der Unterseite gewesen. Der ist jetzt also hin. Als nächstes werde ich mal den Tantal hier nehmen, den hier. Und dann auch mal dort anschließen. Mal gucken hier, Plus und Minus vertauscht. Beine auseinander hier, dass es keinen kurzen gibt. Ausgeschaltet ist es im Moment. Ich gebe das hier jetzt mal so hin. Und Strom ist auf 0, Temperatur messen wir jetzt noch nicht, aber das messe ich danach. Jetzt schalte ich nochmal ein. Ja, und man sieht, so ein Tantal-Elko reagiert wesentlich schneller. Es ist auch wesentlich gefährlicher, weil der anfängt zu brennen. Und da ist natürlich dann immer wirklich eine ganz große Gefahr dabei. Also wenn man Tantal-Elkos verwendet in der Schaltung, immer wirklich darauf achten, dass die Polarität stimmt. Auch hier werde ich erstmal den Müll jetzt entfernen. So, das sind die Überreste von dem Tantal-Elko. Und ja, wenn man da nicht aufpasst, dann fängt es an zu brennen. Nicht nur das, sondern es kann auch wirklich im wahrsten Sinne ins Auge gehen. Also da ist wirklich, muss man wirklich sehr sorgsam damit arbeiten, dass in der Schaltung die Tantal-Kondensatoren wirklich richtig gepolt sind. So, der nächste Versuch, den ich jetzt unternehmen werde, ist hier mit so einem Elko von Fraco, 1000 μ 40 Volt, etwas älteren Typs, und der hat nicht diese Sollbruchstellen hier oben. Ich bin selber gespannt, wie der kaputt geht. Also hier mal anschließen. So, ausgeschaltet ist es wiederum im Moment. Stecke es ran. Etwas hat es noch geknallt, weil sich der andere Ladeelke hier von dem Brückenleuchtrichter noch entladen hat. So, dann mal schauen. Strom ist sehr hoch, 7 Ampere. Und wenn er runter geht, dann. Oh ja, das war natürlich heftig.
Ja, sehr heftig, hat man gehört. Das Glas ist vollkommen zu. Da sieht man auch lauter Reste. Ich mache mal hier komplett ab. Ausgeschaltet ist es schon. Extrem gefährlich. Also man sollte wirklich alte Elkos an sich generell sowieso nicht mehr verwenden, weil die sowieso eine begrenzte Lebensdauer haben. Aber wenn man verpolt, fließen unheimliche Ströme. Hier hat man gesehen, 8, 9 Ampere. Und durch die nicht vorhandene Sollbruchstelle explodieren die Dinger wirklich. Ich werde auch hier erstmal die Chemikalien, den Qualm rauspusten. So, das sind jetzt hier die Reste von dem 1000 µ, der keine Sollbruchstelle hat, vollkommen explodiert ist. Und ja, man sieht auch da den Dreck da drin. Ist also sehr, sehr unschön, kann wirklich gefährlich werden, ins Auge gehen. Also immer auf die Polarität bei den Elkos achten. Gut, als nächstes folgt der hier. Der hat eine Sollbruchstelle, wie man hier sieht. Also man sieht es hier an diesen kleinen Einkerbungen praktisch. 2250 Volt. Und bei dem Elko werde ich es jetzt so machen, dass ich zusätzlich zu dem Strom, der gemessen wird, messe ich auch die Temperatur. Vielleicht kurz danach oder währenddessen muss ich gleich nochmal gucken, wie ich das am besten mache. Ich würde es ganz gerne natürlich währenddessen messen, aber ich denke mal, das, ja, ich packe mal hier. Da müsste ich eigentlich ankleben. Das wird so nicht gehen. Ich werde es also kurz danach, also wenn das Ding hochgegangen ist, werde ich dann die Temperatur mal da messen. So, ausgeschaltet ist es hier. Plus und Minus. Da ist er. Und ja, gucken wir mal, wie der sich verhält. Auch sehr hoher Strom, 3 Ampere, 4 Ampere. Also das dauert jetzt länger. Also wir müssen eigentlich gleich hochgehen. Schalte mal kurz aus, weil der Trafo wird hier schon ziemlich warm. Jetzt nochmal ein. Ja, man sieht also, er reagiert anders. Er zischt. Und was ich jetzt machen werde, ich werde mal vorsichtig gucken. Ich muss das leider hier irgendwie abdecken nach der Temperatur. Die Temperatur mal gucken. Und man sieht also, die geht hier sehr hoch, 60 Grad, 70, 80 Grad, 90 Grad, 100 Grad. Also das Ding wird extrem heiß. Ich decke das jetzt mal wieder ab, damit es hier den ganzen Raum nicht voll qualmt damit. Also, wird sehr heiß in weit über 100 Grad. Und man sieht die Sollbruchstelle hier. Ich mache das jetzt nicht auf, aber ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Ist völlig verbeult. Das Ding wird, wie gesagt, sehr heiß. Es reagiert langsam, das heißt also, man merkt es vielleicht erstmal nicht, wenn man nicht gerade den Strom noch mitmisst. Man hat ja auch gesehen, der Strom ist sehr hoch geworden, bis zu 4, 5 Ampere. Und dann praktisch ja, geht er so Schritt für Schritt sozusagen kaputt, aber es ist doch ganz schön ja, ätzend letztendlich natürlich auch und gefährlich. Also immer darauf achten, Elkos. Richtig polen. Auch hier würde ich erstmal nochmal das ein bisschen sauber machen. Ja, hier sieht man jetzt die Reste von diesem 2200 µ 50 Volt Elko mit Sollbruchstelle. Da ist also auch Flüssigkeit drin. Also sehr, sehr unangenehm. Es dauert ewig, bis der platzt. Und ja, sehr unschön. Als letztes möchte ich nochmal hier so ein SMD Elko nehmen. So einen kleinen. Dazu muss ich allerdings wahrscheinlich erstmal dort Beinchen anlöten. Und ich werde das jetzt erstmal hier wegpacken. Moment. So, ich habe jetzt hier mal Drähte angelötet an den Tantalkondensator. Plus ist gekennzeichnet, das heißt, Plus geht jetzt sozusagen umgekehrt hier ran. Minus dort. Wieder darauf achten, dass es nicht kurz schließt. Aber jetzt ist natürlich das da in dieser Suppe drin. Mal gucken, nochmal ein bisschen höher.
setzen. Das ganze Ding hier ist abgegangen. So, da ist er. Anschließend ausgeschaltet ist und hier noch mal kurz den. Also hier ist der jetzt zu sehen. Ich halte es mal hier so fest oder drehe das noch mal ein Stück. Zange hier noch mal festhalten. So, also noch mal einschalten. Ja, und auch hier kurz und heftig, schmerzlos. Sag ich mal, warum jetzt hier 13 Ampere geflossen sind, liegt daran, dass wahrscheinlich die Kontakte jetzt in kurz geschlossen sind, deswegen habe ich sofort ausgeschaltet. Aber man sieht hier auch, Tantal-Elkos wirklich fangen gleich an zu brennen, mehr oder weniger. Und das ist natürlich extrem gefährlich. Also wirklich nochmal an alle, die jetzt damit Elektronik zu tun haben, Achtung, die Polarität bei solchen gepolten Elkos, Tantal-Kondensatoren beachten, sonst geht's wirklich ins Auge und wird gefährlich und kann brennen. Gut, das war's dazu. Weiterhin viel Spaß. Tschüss.